Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir den Lagiacrus platt gemacht und jetzt, ja, komischerweise haben die Beben aber immer noch nicht aufgehört und deswegen, ja, machen wir einfach mit unserem Alltag weiter. Wir können ein neues Gebiet besuchen, aber wir müssen hier noch mit ein paar Leuten reden anscheinend. Miau, 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 miau. Willkommen da ein, Boss. Ich muss sagen, das Erdbeben hat mich ziemlich erschüttert. Verzeih das unvermeidliche Wortspiel. Aber jetzt bist du da und beschützt uns. Sicher findest du die Quelle allen Übels und beseitigt sie immer uns. Ja, super. Was alles, Mann. Okay, wir können die Insektenbox wieder erweitern. Ich glaube zwar nicht, dass ich irgendwie alle Sachen dafür habe, aber gucken wir mal. Lampenmaske, Insekt jetzt Pro. Ja, super. Wer ist der Dingens hier, der Händler? Ich glaube, von denen kann man immer welche holen. So, apropos Insektenbox hier. Wo? Stimmt, hier war ich auch noch nie, ne? Hier ist irgendwie, keine Ahnung, eine Statue. Seltsame Statue. Ich weiß übrigens nicht, was die macht. Ah, das Spiel ist übrigens jetzt ab jetzt blind. Ich war noch nie in dem Vulkan. Hey du, sieh nur. Obwohl wir neulich ein großes Erdbeben haben, sind alle fliehenden Arbeiter noch da. Niemand ist weggelaufen. Ich würde gerne behaupten, das liegt an meiner hervorragenden Verwaltung, aber sie fühlen sich wohl deinetwegen sicher. Vielen Dank, dass ich die Farm nicht wieder ganz alleine bewirtschaften muss. Mir gefällt die Verantwortungseinsatz viel besser. Die Fliehens machen die Arbeit. Ich trage die Verantwortung. Okay. Sehr schön. Ja. Oh. Was sagt man dazu? Der Wanderkoch hat mich gebeten, fette Tomaten anzubauen. Wir hatten gerade unsere erste Ernte. Stell dir die Leckereien vor, die mir mit dem Gemüse zaubert. Was sag ich? Du sollst zur Kantine gehen, wenn du ein Gericht mit fetten Tomaten möchtest. Okay, cool. So, dann haben wir jetzt mit allen Gerichten, dann können wir endlich mal zum Vulkan. Okay, ich nehme mal an, im Vulkan ist es heiß. Deswegen gucken wir mal. Packbüro. Ja, ist irgendwie blöde. Ich habe genug Platz noch. Ich hätte gern ein Dingens. Kann ich gar nicht kaufen. Doch. Schützt sich vorübrigens für extreme Hitze. Ja. Dann nehmen wir mal ein Kaltgetränk mit. Weil wir kriegen ja nichts bei einer Erntetour. Und ja. Ja, okay. Brauche ich nicht ein Dings für. Ein Gebiet. Okay, ich glaube, wir haben ein neues gesagt. Verdammt. So, hier müssen wir noch den Radian, wie ist das, wie ich weiß jetzt nicht, egal. Überlebe bis Zeitung oder gib einen Katzenpass ab. Alles klar. Dann sind wir jetzt im Vulkan. Oh, geil. Ich mache mal ein, zwei Missionen, weil wahrscheinlich kommt danach wieder Storyverlauf und ja. Deswegen kann es ja nicht schaden, weil wenn er wieder offscreen kommt, kann ich wieder nichts machen. Eigentlich nur die Dings anziehen müssen, die Ludrov Klamotten, dann hätte ich gar keinen Hitzenschaden bekommen. War in der Wüste jedenfalls so. Okay, cool. Sieht auf jeden Fall menacing aus hier. Wir haben zwei Eingänge. So, was haben wir denn hier? Kelbis. Oh, was gibt es hier für Insekten, dass es hier überhaupt Insekten gibt? Ich kann mir vorstellen, die brutzeln hier einfach weg. Silbergrille. Also, boah, Kontoobjekt. Wie doof. Und ich brauche anscheinend keinen Dingens. Keinen Kältetrank. Ich Fischer kennen wir auch. Jetzt komischerweise Wasser. Fische. Schön. Gucken wir mal. Vielleicht sind ja einige Gebiete nur verdammt heiß. Ja, wie hier zum Beispiel. Ich habe jetzt gerade einen Trank getrunken, Mann. So, die Viecher sind neu auf jeden Fall. Genauso wie Ludrov, nur Feuer alt. Was hinterlässt ihr denn Schönes?
Monsterknochen M. Okay. War eigentlich mehr Monsterknochen L. Heutzutage. Ja, da war eine Combo von mir aus. Ja, das ist ja Combo, so eine mächtige Combo. Au, was? Oh, ich brenne. Verdammt. Muss mich in der Uroktor, okay. Muss mich in der Lava abkühlen. Okay, ich muss ich wahrscheinlich irgendwie so platt machen irgendwann. Wo ich noch keine Quest habe, die hat gesagt. Vorräte geliefert. Und ich vielleicht eigentlich wieder zurück, ne? Ja, weil ich schon offscreen alles erkunden hier. Wir laufen ja rum, als wäre nix. Was ist das denn? Komische Pilzsammlung. Diamantsamen. Das ist eine Beere. Ich habe keine Ahnung. Komm, ich springe runter. Wir werden wahrscheinlich noch öfter hier durch das Gebiet rennen. Also nicht schlimm. Oh, Rhinoplops. Rhinolops, Plops, weiß ich nicht. Irgendwie sowas. Oh, Erze. Erdkristall. Eisenerz. Ach. Oh, willst du mich auf den Arm nehmen? Ist das für eine treue Ausbeute, dass man da lang gehen. Ah, das tut weh. Aha, meine Füße. Wer hat das gesagt? Gedacht, Lava tut weh. Oh, hi, ihr seid auch neu, oder? Ihr seid keine Bahabras, glaube ich. Ja, habe ich schon auf Screen hier alles erkunden. Kein Ding. Ach, die laufen auch hier rum. Hi. Na gut, hauen wir wieder ab. Schöne Tour hier, ne? Aber egal, wir könnten theoretisch auch nur in der Basis warten, oder? Aber lass mal das. Ich hab Geld bekommen dafür, war klar, ne? Ah. Das Bett sieht genauso ungemütlich aus wie alle anderen. Aber ich weiß, was ist, wenn man irgendwie zu viert in so ein Bett reingeht. Ich wollte noch schlafen gehen, Mann. Ah. Ich krieg einen Wurm. Das Gebiet der Flammen. So, kommt jetzt direkt eine Story-Quest. Und muss ich wieder irgendwas machen? Nö, hat sich nichts getan auf der Karte. Dann machen wir noch eine Mission. Der Fürst der Meere, ja genau. Hitzeabbau, okay. Probascheine haben geballte Vulkanenergie. Die jetzt genug zum Schmieden von Monster oder besorgen wir welche. Die sind nicht herstellbar. Der Transport ist verzwickt. Okay. Also da ist irgendwie wieder so eiermäßig irgendwie was. Ich muss noch zwei. Ich muss nur zwei besorgen, das ist irgendwie so verdächtig. Und ich wollte irgendwie so, weiß ich nicht, ein Erz oder so ist. Dungbombe, okay. Ist bestimmt irgendwie so, weiß ich nicht. Ich wie so ein Ei irgendwie transportieren muss. Kann ich mir so vorstellen. Sonst wird nicht irgendwie so was stehen wie, ah, der Transport ist verzwickt, was weiß ich. Voll menacing. Lass mich raten, das ist in Gebiet 10, ne? Den ganzen Weg darf ich dann da runterlatschen. Ihr wisst schon. Ah, Hitze. Ich vergaß.
Was macht er da? Ja, ab geht. Ich suche einfach mal so ein Nest oder so. Naja, das sieht mir so leichenmäßig aus. Keine Ahnung. Werde ich aber wohl schon erkennen, oder? Ich gehe einfach mal nach 9 oder 10. Wird das schon sein irgendwo? Danach kann ruhig irgendwie eine Story-Mission oder so kommen. War das? Hier ist das hier. Ne, das ist ein Erz. Oh, Rüstkugel. Bams, her damit. Rüstkugel, her damit. Machalit-Erz, ja. Drachenlied-Erz, oh cool. Das brauche ich schon für ein paar. Nein! Boah. Das habe ich da abgelegt. Ja, das kannst du ablegen. Mann. Na, super. Jetzt habe ich aus Versehen das abgelegt. Hi, na. Oh, es gibt mir. Ach, ich habe. Habe ich mein Inventar nicht ausgeleert? Glanztheorie brauche ich auch nicht. Dummbombe brauche ich auch nicht. Bettstein brauche ich auch nicht. Für die Mission. Psychoserum, okay. Thunfischköder. Sind das für random Sachen, die du mir gibst? Legen weg damit, brauche ich nicht. So, ich möchte mal so ein Drachenlied-Erz wieder haben. Ich für ein paar Sachen. Ich hatte ja eins gerade gehabt, aber musste ich nach volle Möhre hier ablegen. Ach. Außer Erdkristall. Ich habe irgendwie 100 von den Dingen in meiner Box. Nur wie Eisenerz. Brauche ich nicht mehr. Rüstkohlen, die brauche ich. Hier ist noch ein. Geil. Kohle, die habe ich auch noch nicht. Ein Felskumpel. Nein, es scheint Metall zu sein. Müsste man poliert werden. Okay. Aber irgendwie eine coole Musik. Na gut. Ich guck mal, was gibt's hier. Oh, ist wieder Erz, cool. Na, weg damit. Hey, was? Dann hau ich hier lieber noch mal rein. So, Drachenlied-Erz. Brauche ich denn hier nicht? Ja, weg damit. Ist da in der Mitte, was ich nehmen muss? Ich auf jeden Fall sehr gut. Offscreen hier viel einsammeln. Kohle. Sagen wir, das brauche ich nicht. Au! Oh, zum Glück bin ich eigentlich reingefallen, Mann, du Pisser! Ja, ich kann dich leider nicht looten. Keine Zeit und kein Platz. Feuerstein. Blitzkäfer, weg damit. Bams. Wo ist Coin Plus? Die kann ich gerne brauchen. Besser. So. Jetzt gucken wir mal deine Mitte. Das ist eine Leiche. Hier? Wahrscheinlich vollkommen falsch, aber egal. Da kann ich irgendwo runterspringen. Ich hab falsch. Ja. Kannst nicht mehr Objekte tragen. Wird mir auch normalerweise angezeigt. Was? Au. Oh mein Gott, verp.
Verpiss dich. Alter. Ja, was kann ich denn hier aufnehmen? Pulverstein, okay. Au. Ich bekomme Schaden. Warum bekomme ich Schaden? Oh, nein, das, oh, das wird ja nicht gut. Ist das Ding zu heiß oder was? Ja, ist klar, es ist wahrscheinlich kochend heiß. So, hier geht es irgendwie runter. Ich habe so das Gefühl, ich mache hier einen Sprung irgendwie. Wenn ich nicht aufpasse. Oh Gott, wie soll ich denn das machen? Ich kann ja dadurch nicht kaputt gehen, oder? Bitte sag mir, ich kann dadurch nicht kaputt gehen. Aber ich lag auf jeden Fall richtig. Im letzten Gebiet war das. Und jetzt, das ist immer so. Natürlich ist jetzt hier das Kack. In die Kack-Schwarzkatzen hier. Waren immer, bis ich hier irgendwie so ein Ei oder was weiß ich habe. Ich muss da lang gehen, da rechts sind mir zu viele. Ich habe wirklich, ich gehe dadurch nicht kaputt. Wäre ein bisschen doof. Warum nehme ich eine Menge Schaden? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon irgendwie klappen, oder? Na, kipp ich so mit dem Kackteil in meiner Hand um. Ja, voll doof. Was zum Teufel? Was ist das denn? Ist das nicht das Viech aus dem Intro? Alter, was soll ich denn dagegen machen? Vor allem, wenn er mich anschreit. Oh nee. Ich auf den Arm nehmen. Dann auch noch. Renn, 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 renn. Oh Gott. Oh, willst du mich verarschen? Ja, super, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder dahin rennen. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Haben die sich noch alle? Mein Kälte-Dingen war weg, ey, da ist ja alles auf einmal schief gegangen. Alter. Vor allem, jetzt kann ich den ganzen Weg wieder dahin rennen. Was war das für ein Viech, Mann? Lieber umdrehen sollen, ganz ehrlich. Muss ja unbedingt da lang gehen. Oh Mann, das wird nervig. Doch der Park wird nicht so lange. Na gut. Das Ganze zweimal, ne? Ah. Was? Wie komme ich? Hä? Komme ich da hoch? Ich da klettern? Nee. Was zum Teufel? Oh. Ich mag das Gebiet nicht, da ist Kacke. Dann gehen wir eben zu den Katzen. Von jetzt? Nee, da waren die nicht. Da oben waren die. Weil die Viecher, die können sich auch in den Boden eingraben und von unten angreifen. Das ist ja genauso schlimm. Ah, das wird nervig. Wahrscheinlich kommt danach immer noch keine Story Progression. Das heißt, sie kommt irgendwann offscreen und dann kann ich wieder nichts machen. Oh. Ich drehe euch. Ah, okay, ich laufe lieber bei den Katzen anstatt bei dem vorbei. Ich weiß immer noch nicht, ob ich übrigens dadurch kaputt gehe oder nicht. Nach der Zeit. Kann man dagegen irgendwas machen, dass man da
gegen Schaden bekommt? Nee, ne. So Handschuhe oder so holen. Natürlich seid ihr wieder da, Mann. Ey, was? Ja, pf, rausgefischt habe ich dich. Jetzt noch bist du bei Teil wieder ist hier. Oh nein, jetzt kommt er wieder. Der Pulverstein ist sehr heiß, ja. Glaube ich. Vor allem jetzt habe ich wieder weniger KP, oder? Nee, ich hatte ja gar keinen Essenseffekt, glaube ich. So, jetzt bitte ohne dieses riesige Viech. Boah, ehrlich? Alter, hör auf damit. Das ist nicht gerade der richtige Zeitpunkt. Alter, auf damit. Das geht zwar nicht dadurch kaputt, aber trotzdem, ich krieg davon echt Angst. Dann gehen wir eben rechts lang. Entlang der 7. Am besten ohne irgend so ein Viech zu triggern. Oh, ich hasse diese Animation. Wie so wie blöd angesprungen kommen. So, wer hat wie ist jetzt da und ich darf noch mal umkehren. Hi, na. Was haben die eigentlich für ein Problem? Oh, oh Gott. Nein, willst du mich auf den Arm nehmen? Boah, jetzt kann ich schon wieder umdrehen. Mann. Blöd, bist wie ich. Ja, oh, ich glaube, hier werde ich ein bisschen cutten. Oh, Mann. Oh. Es war ja so klar, ne? Das Viech dreht natürlich voll um. So quert schaffe ich nicht. Ich wette, wenn das Ding. Nein! Ich hab. Oh. Nee, das wird so blöd. Mach ich offscreen. Das ist mir echt zu blöd, die Quest. Wenn ich ganz ehrlich bin. Maha. Man kann jetzt die Story mal. Nein, kann sie nicht. Mann! Da ist irgendwann offscreen passiert, irgendwas. Das heißt, ich kann mich offscreen nicht vorbereiten. Aha. Oh, super, okay. Ich glaube, pennen, vielleicht kommt danach was. Ich will nicht speichern, ich will einfach nur. Boah. Hier meine Moggerwalden kommen wieder rein. Und wenn Story wieder. Wenn die Story wieder weitergeht, dann kann ich nichts machen. Weil jedes Mal, wenn ich dann mit der Ollen dann wahrscheinlich rede, dann. Sagt die wieder, ja, dies und das ist passiert, du kannst jetzt das und das machen. Und ja, da will ich euch ja nicht vorenthalten. Also ich kann keine Quest mehr machen. Das ist doof. Maha, hier passiert nichts. Na gut. Würde ich sagen, ich beende die Party und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.